Die Maghreb-Staaten sind ja momentan in einer politischen Umbruchphase. Tunesien machte den Anfang, kurz darauf folgte Ägypten. Wie beurteilen Sie die Situation der Länder? Rechnen Sie mit einem Dominoeffekt der Anrainerstaaten? Also ich bin selber etwas erstaunt. Ich habe letztes Jahr, es war im Juni, habe ich Tunesien noch besucht. ADRA Tunesien existierte schon seit über 10 Jahren. Und wir haben immer wieder über die Situation gesprochen. Auch bis jetzt haben wir kleine Projekte durchgeführt in Tunesien. Aber man hat eine gewisse Unzufriedenheit haben wir feststellen können unter der Bevölkerung, weil einfach eine große Arbeitslosigkeit da ist. Es gibt viele gut ausgebildete Leute, Universitätsabgänger, aber die finden dann nachher keine Arbeit. Und das löst natürlich Unzufriedenheit aus. Tunesien war der Anfang und Ägypten war Nummer 2. Man sagt generell, 2 sind gefallen, 20 folgen noch. Wir erwarten schon große Umbrüche, vermutlich in der ganzen arabischen Welt, also ganz Nordafrika, arabische Halbinseln. Wie schnell das vor sich geht und in welchen Ländern, das ist im Moment schwer abschätzbar. Aber heute bekommen wir die Nachrichten aus Syrien. Bahrain war ein Thema im Moment. Ich denke schon, dass man eventuell von einem Dominoeffekt reden könnte. Das ist mein persönlicher Eindruck. So wie ich auch die Länder kenne, weil ich die auch bereist habe zum Teil und wir dort arbeiten als ADRA. Und wie reagiert ADRA auf die momentane Not der Menschen in den Maghreb-Staaten? Das ist ja das Interessante. Wir sind ja in Libyen, ich habe gesagt, in Libyen sind wir, Entschuldigung, in Tunesien sind wir ja schon seit einiger Zeit, arbeiten wir dort. Und in den letzten paar Jahren haben wir dort Projekte durchgeführt. Wir haben Leuten, Bauernfamilien, haben wir ein Einkommen ermöglicht. Das ist ja das, was sie nicht haben, oder? Ihre Existenz, sie haben keine Existenzgrundlage. Wir haben dort Kuhprojekte durchgeführt. Wir haben Teppichweberinnenprojekte durchgeführt. Wir haben Bienenprojekte durchgeführt. Immer um den Leuten einen Verdienst, ein Einkommen zu ermöglichen. Und ich sehe heute, das, was wir schon vorher in den vergangenen Jahren gemacht haben, ist eigentlich genau das, was die Leute brauchen. Wir haben den ganzen Flüchtlingsstrom aus Nordafrika. Die Leute kommen nach Europa in der Hoffnung, dass sie hier Arbeit finden, weil sie zu Hause keine Arbeit haben. Meine Leute verlassen ihre Heimat nur, wenn sie bei sich selber keine Existenz mehr sehen. Sie suchen dann ihre Existenz irgendwo anders. Das war schon immer so auf dieser Welt. Leute sind ausgewandert, um sich irgendwo anders eine Existenz aufzubauen. Und wenn wir den Leuten an Ort und Stelle helfen können, damit sie eine Zukunftsperspektive haben in ihrem eigenen Heimatland, dann kommen sie gar nicht erst auf die Idee, ihr Heimatland zu verlassen. Und ich stelle fest, das ist eigentlich genau das, was wir bis jetzt gemacht haben. Aber es ist relativ schwierig. Wir haben in Tunesien noch keine offizielle Anerkennung. Folgedessen können wir auch nicht die großen Gelder beantragen. Also wir sind dort immer noch auf Sparflamme. Und natürlich, was machen wir jetzt im Fall von Libyen? Da herrscht ja Krieg. Die Leute kommen über die Grenze. Zuerst waren es hauptsächlich Ausländer, die über die Grenze geflohen sind nach Tunesien. Mehr und mehr, je länger der Krieg andauert, kommen auch Libyer nach Tunesien hinein. Und zusammen mit anderen Hilfsorganisationen kümmern wir uns um diese Flüchtlinge. Also wir sind tätig in den Flüchtlingslager Chucha Refugee Camp. Das liegt ganz nahe am Mittelmeer. Und ADRA kümmert sich dort um die Hygiene von diesen Flüchtlingen. Damit da einigermaßen Ordnung herrscht, was Hygiene anbelangt. Das ist ADRAs Aufgabe dort im Moment. Wir werden uns in Zukunft vermutlich auch mehr im Süden vom Land, also auch an der libysch-tunesischen Grenze, um ein anderes Flüchtlingslager kümmern. Und gespannt verfolgen wir natürlich die politische Lage, die Sicherheitslage. Wenn die Sicherheitslage es irgendwann mal zulässt, werden wir auch nach Libyen hineingehen.
weil die Berichte, die wir von Libyen bekommen, von Libyer, die geflohen sind, die sind doch recht dramatisch. Wie sehen Sie denn die zukünftige Entwicklung der Maghreb-Staaten? Das ist eine schwierige Frage. Die können wir vielleicht nicht so konkret beantworten. Ich meine, generell ist es schwierig, wenn Gewalt wieder mit Gewalt bekämpft wird. Das ist schon mal eine Ausgangslage, die nicht sehr positiv ist, die nicht sehr gut ist. Und als ADRA, als christliche Hilfsorganisation, glauben wir natürlich auch an gewaltfreie Übergänge, gewaltfreie Veränderungen. Von dem her kann ich die Gewalt nicht gutheißen. Ich weiß es nicht. Libyen, wir hoffen sehr, dass Libyen nicht zu einem zweiten Somalia wird, wo sich einfach verschiedene Gruppen bilden, verschiedene Kriegsherren, die dann einfach untereinander sich bekriegen. Es ist schwer vorauszusagen. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Danke für die Fragen.